Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's bei Immortals Phoenix Rising mitten im Kampf hier. Machen wir weiter. Ja, hier das Gewölbe möchte ich als nächstes machen. Und dann haben wir ja noch ein Biest zu erledigen. Der Bestie. Gibt's ja auch noch, der legendäre. Mal kurz markieren übrigens. Naja, die hier. 3 von 4 haben wir noch, aber jetzt mache ich erstmal, würde ich sagen, hier wieder ein Gewölbe, da haben wir auch noch einige, allein schon in dem Gebiet noch offen. Von daher gehen wir die mal an, ne? Okay, ein leichtes Gewölbe. Anemoni. Ach so, warte. Gut, dann darüber, ne? Ja. Da ist der Blitz, da ist die Kiste, okay. Dann weiß ich das auch schon mal. Da mache ich das Tor mit weg. Okay. Da ist die Kugel. So. Was ist los? Nein! Scheiße. Oh, mit Schwung. Ja, mehr oder weniger. Ja, Kiste nehmen wir natürlich wieder mit, ne? Warum nicht? Ist ja ganz in der Nähe. So. Okay, das ist für rotes Tor. Hier die Brücke rauf und runter. Achso, mehr ist es nicht, ne? Da ist eine Kugel. Wo ist denn dann der Schalter? Ach, 2. Du heiliger Strohsack. Shit. Wo geht die denn flöten? So. Ach. Die kann ja das mal da bleiben. Ja, man blickt nicht eher so mal. Was ist mit der da hinten? Passiert da? Die fällt runter wahrscheinlich, ne? Ja, super. Warte mal, ich muss mal vielleicht gucken, was da drüben los ist. Vielleicht helfen, ne? Na gut, da hält sich gar nicht fest. Oder? Ja. Ist nichts mit Klettern. Shit. Ja. Ist nichts mit Klettern. Da kommt sie, dann da hoch. Und dann Scheiße.
Jetzt habe ich da den Schwung rausgenommen mit dem Kack. Ja, eigentlich brauche ich ja nur, ja, versuche, ne? Einfach dann nochmal von vorne. So fliegt sie da nicht durch. Dann kommt sie. Rüber. Müsste die schon drinne sein dann, ne? Hier. Kommt, 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 kommt. Gut. Brauche ich aber auch noch die andere halt. Ist sie überhaupt? Ach so, die. Die sind schon beide fertig. Die ist da unten drin. Wieso soll die ist da oben drin? Okay. Ja. Dann muss ich da irgendwie dann selbst rüber springen. Halt dich fest, jawohl. Ja. Ich hoffe mal, das geht. Aber ich denke schon, ne? Ja, sehr gut. Wenn es nicht so gedacht war, auch egal. Ausgetrickst. Da Sommerpilz. Ach so, ja, aber dieser Hades bei diesem geheimen Versteck, da hatte ich ja auch eine neue. Nee, das war da aber nicht. Der, ne? Gesträubter Pilz, der war es, glaube ich. Was macht er denn überhaupt? Ich habe gar nicht jetzt geguckt. Was der für ein besonderer Attribut hat. Füllt bei Treffer mit Combo-Abschluss 7% deines Gesundheitsfeldes auf. Ah. Nee. Kann ich das optisch irgendwie anpassen noch? Löwenrüstung. Ah, aber ein bisschen was anderes, ne? Aber die Löwenrüstung. Gut. Vom Helm, glaube ich, habe ich jetzt nicht so besonders viel. Ja gut, da könnte ich jetzt passende den nehmen, ne? Aber. Ja, was haben wir denn noch? Ah. Ich glaube, ich nehme mal den, das passt so ein bisschen farblich. Etwas. So, dann können wir eigentlich zurück. Den Blitzerpol noch. Nein, egal. Da lacht er. Der Drecksack. Alles klar. Ja, aber da wird noch ein bisschen dauern, bis ich da wieder upgraden kann. Ich glaube, ich habe gerade mal wieder zwei, ne? Ein oder zwei. Ach, drei. Nee, vier. Jetzt habe ich es nochmal. Einmal durchgegangen von eins. Alles klar. Dann haben wir das nächste Gewölbe fertig. Dann haben wir jetzt noch eine legendäre Bestie auf jeden Fall vor uns. Warte mal, habe ich die Elche schon? Hallo. Ja, ja. Also hat Sauron den nemeischen Löwen vereinnahmt, nachdem Herakles ihn gehäutet hat?
Als Herakles ihn nicht erlegen konnte, hat er ihn mit seinen eigenen Händen erwürgt. Klingt nach ihm. Hera hatte den Löwen als Plage auf die Menschheit losgelassen. Manchmal ist sie einfach scharf. Oh Mann, ey. Phosphor auch einsetzen, ne? Wozu habe ich den denn? Ach. Ja, ja, den haben sie irgendwie alle drauf, ne? Die legendären. Immer fest auf den Kopf. Oh, 3x111. Schnapsal. Ach Mann. Phosphor, wach mal. Lass mal, lass es mal knallen. Ja, fast nur rote Attacken, ne? Kann man ja alle nicht parieren. Na, fuck. So, jetzt aber, komm. Ja, ja, sieht gut aus. Jawohl. Alle mythischen Bestien besiegt. Aphrodite würde das sicher gefallen. Zeusblitz. Phosphorklon explodiert und richtet 500. Ah, das ist auch nicht schlecht. Probieren wir mal aus. 537 Schaden. Kamikaze-Phosphor. Ja, dann nochmal zum Schmetterfelsen, aber ich glaube, da kann ich schnell reisen. Einen wollte ich hier schon mal mitnehmen, muss ich hier eh nochmal zurück. Entweder kann ich die Kiste jetzt öffnen oder nicht, ne? Und dann geht's ab zu Aphrodite. Ja, also nicht wundern, ich hatte ja eigentlich vor zu dieser Kiste, aber da fehlt mir immer noch die göttliche Kraft. Also von daher direkt hierhin wieder. Aphrodite wartet. Ich habe Typhons Kreaturen besiegt, wie du wolltest. Oh, schön zu hören. Du hast nicht zufällig ihre Felle mitgenommen? Ich könnte einen neuen Mantel gebrauchen. Nein, hab ich nicht. Ich sammle sie einfach selbst ein. Diese Kreaturen waren scheußlich, aber ihr Fell ganz wunderbar. Du wolltest aber nicht, dass ich sie nur wegen ihrer Felle töte, oder? Natürlich nicht. Für wen hältst du mich? Hermes, die Felle sind bereit. Na endlich! Bitte schön, Phoenix. Eine Belohnung. Wahnsinn. Natürlich war es nicht für die Felle. Natürlich nicht. Ja, das glaubt. 23 Fähigkeiten. Was könnte ich denn da noch machen? Machthieb. Ja, dickere Kombo fürs Schwert. Warum nicht? Luft ausweichen, ja. Oh, das ist auch nicht schlecht, so eine Sprintattacke. Schwert ausweichen, Axt ausweichen, mehrfaches Ausweichen, das ist auch gut.
Das habe ich ja schon alles. Scharfschütze. 100% Schaden für Kopfschuss. Das ist auf jeden Fall auch nicht so verkehrt. Er hat zwei gedrückt halten. Ja, wir nehmen den Schmetterschlag und Kopfschussschaden. Genau. Und nochmal 3. Ich glaube, das nächste, was ich nehme, wird das sein. Auch in Verbindung mit einer Trophäe wieder. 25er Kombo in der Luft. Da kann ich mir vorstellen, wenn man verschiedene Harpien als Gegner hat, dass man sich dann von Harpie zu Harpie zieht und dann halt weiterhin angreift. Ne? Und dann kann man den Kombo dann hoffentlich so durchziehen. Aber hier kann man auch Phosphormantel. Werde dank Phosphor unsichtbar, bis du angreifst. So richtig gut schleichen dann. Ne? Sehr schön. Ja. Nehme ich auf jeden Fall mit. Warum nicht? Guck mal, die Fähigkeit habe ich so gut wie gar nicht benutzt bisher. Diesen Schildsturm. Aber neue optische Abwechslung. Mal gucken. Aber ich glaube, diese Elfengeschichte, dann finde ich, sieht alles aus so elfisch irgendwie. Keine Ahnung. Natur, Waldläufer oder so. Ich finde, das sieht irgendwie aus, erinnert mich ganz komisch an Aquaman oder irgendwie so. In der Richtung. Nee, ich weiß nicht. Also mit dem Helm werde ich irgendwie nicht so warm. Da geht es mir dann einfach nur um den Boost, den man davon bekommt. Ja. Assassin's Creed Gedächtniskappe irgendwie so ein bisschen. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Was haben wir hier noch offen? Alles Schönes. So, einmal kreuz quer rüber gesprungen. Von unten nach oben. So eine Höhe. Wie ist das nochmal? Gaias Seele. Ich habe hier nochmal so eine Bogenherausforderung markiert. Oh, da sind Pilze. Pilze pflücken. Sind vorbei. Das ist aber eine Strecke hier. Mal gucken. Ah, direkt mal den Kopfschuss Boost ausprobieren. Ne? Weil flog doch was, ne? Ja, da. Wenn ich mal den Kopf treffen würde. Ist schon Zeitlupe, ne? Ja, ich glaube, das war ein Kopfschuss. Also, so ein Ohrentreffer war das. Ja, doch, das geht aber klar. Warte mal, den kann ich auch. Ja, apropos, habe ich nicht viel benutzt. Den Schild an Sturm. Ja, kann ich auch noch machen. Wenn ich so oft die will. Soll ich aber vielleicht öfter auch mal nutzen, ne? Der ist gar nicht mal schlecht. Aber so. Was denn für eine Hand? Ah, hä? So, der schadet dann erstmal dicke auf Dauer meine Ausdaueranzeige, ne? Weil er dann quasi in Vorkasse geht, so, ne? Mit der Ausdauer, wenn ich das richtig sehe, wenn ich das richtig so sehe. Weil der zieht ja ganz schön runter. Geht ja richtig rot. Zu Steiner Staat stanken sie noch nach Aphrodites Bestrafung. Also buchstäblich. Das ist eine Verschwörungstheorie. Die Frauen von Lemnos erwachten und töteten ihre Männer. Und die Sterblichen schoben es darauf, dass sie von Aphrodite mit üblem Geruch bestraft worden waren. So dass ihre Männer sie nicht mehr wollten. Das könnte sogar fast Sinn ergeben. Du wärst überrascht, was man in einem Sommer auf Lesbos lernen kann. Sommer auf Lesbos. Warte mal, was ist denn davon? Nö, das geht wohl wirklich nur in die eine Richtung dann.
Ja, okay. Fangen wir mal an, ne? Durch die Geruchswolken. Oh. Guck mal, wie sie wegrennen. Ja, da habe ich einen übersehen. Nee, oder auch nicht. Habe ich erst gedacht. Fähigkeitsverbesserungen verfügbar. Dann schaue ich mich schon mal ein bisschen um. Ja, ich würde sagen, dass... Oh, da haben wir noch eine Nachtruhe. Die hatten wir auch noch nie. Glaube ich. Ich mich jetzt richtig erinnere. Aber na gut. Jede Menge noch zu tun. Jetzt habe ich aus Versehen auch eigentlich schneller als ich wollte die Karte weggedrückt. Ja, können wir eigentlich dann die Hafen demnächst beenden. Hafenrätsel. Nachtruhe. Und zwei Gewölbe. Haben wir die Ecke eigentlich komplett fertig? Ich glaube, war ich da schon? Der war ich noch nicht. Da auch noch nicht. Ja, aber allzu viel ist nicht mehr. Was sag ich jetzt mal so, ne? Der indirekt. Da könnte ich auch noch mal nachschauen. Wegen der Fähigkeit, ich glaube, da fehlt mir dann auch noch wahrscheinlich eine Fähigkeit, genauso wie am Schmetterfelsen. Ansonsten gehen wir dann auch spätestens im übernächsten Part, denke ich mal, ins nächste Gebiet dann. So, dann beende ich den Part an der Stelle. Bedanke mich tausendmal bei euch für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und tschüss, bis dann.